Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Stoneheart. Wir sind hier gerade heftigst am Holz sammeln für unsere Lagerkapazität hier. Und jetzt wird auch endlich hier hinten beim Schreiner mal was eingelagert. Und nicht nur hier im Hauptgebäude. Das heißt, er wird auch bald ja ziemlich schnell arbeiten können. Ich hoffe, dass wir morgen auf jeden Fall hier so ein bisschen auch neue Sachen bauen können. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken, hier bei unseren neuen Mitarbeitern, was die so alles bauen können. So, der hat jetzt hier Folgendes gebaut. Der hat hier schon seine Werkbank gebaut und der muss jetzt erstmal hier, müssen wir gucken, was wir überhaupt schon bauen können. Ich hätte ja gerne so einen Steinhammer gebaut, aber das geht noch nicht. Wir können hier Tore bauen. Der kann Steinbanken bauen. Und hier so Dinger. Werden wir angegriffen? Ich würde sagen, er soll mal 4 Steinbanken bauen. Er soll. Das waren jetzt Bänkchen. Okay, dann nochmal 4 Vogeltränken als Deko. Der muss sich nämlich hier. Der muss ja was dazu lernen. Der muss nämlich hier Stufenanstieg bekommen. Und hier Steintore kann er auch mal 3 bauen. Dann hat er schon mal was zu tun. So viel dazu. Dann haben wir jetzt hier die Weberwerkbank. So, mal gucken, ob wir was verkaufen können. Haben wir jetzt nicht so viele Sachen. Nee, das lassen wir erstmal. Wir verkaufen nichts. Ein Goblin schleicht sich an. Mal gucken, wo er jetzt entlang läuft. Er geht also um den Zaun herum und hat da was geklaut. So, also gut. Hier hätten wir jetzt die Weberwerkbank. Wir gucken mal, was hier alles gebaut werden kann. Das hat sie ja schon gebaut. Platziere den Webstuhl. Okay, wir haben also jetzt noch Sachen hier, die noch platziert werden müssen. Mal gucken, was das alles so ist. Hier tut ziemlich viel. Die Spezialgegenstände sind immer die, die hier so hochwabern. So, wir hatten ja jetzt hier gesetzt, da ist das Spinnrad. Da müssen wir hier noch das dazu setzen. Dann haben wir hier Zäune. Dann haben wir hier so ein wie heißt es denn? So ein Hirtenstab. Jetzt habe ich endlich das Wort gefunden. Was haben wir hier? Eine Schreinerwerkbank. Die setzen wir hier vorne hin. So, dann haben wir hier noch Werkzeuge. Und damit haben wir eigentlich alles gesetzt. Was können wir denn jetzt hier bauen? Wir sollten auf jeden Fall noch mal hier ein paar von diesen Kisten bauen. Er hat jetzt auch... Entschuldigung. Er hat jetzt alles soweit abgearbeitet. Mit den Zäunen kommt er natürlich nicht hinterher. Ich würde sagen, er soll hier lieber mal 20 auf Lager behalten. Und das werfen wir in den Müll. So, Zäune soll das Letzte sein, um was er sich kümmert. Wir brauchen aber jetzt langsam hier unseren fertigen Zaun. Deswegen gucken wir mal, was er schon alles gebaut hat. Hier vorne ist eigentlich ganz gut abgesichert. Da sind ja immer unsere Kämpfer unterwegs. Deswegen setzen wir jetzt erstmal hier hinten den Zaun hin. Da kommen sie schon wieder. Die Schergen. Ja, und dann müssen wir gucken, dass wir jetzt hier jedem seine Arbeit zuweisen. Das ist also hier der Steinmetz. Der braucht jetzt hier Steine. Wir müssen also Steine gathern.
Die rufen wir uns schon mal herbei. Ich meine, die holen wir uns schon mal heran. Jetzt hier die Steine. Hier machen wir jetzt erstmal den Zaun so zu. Und dann müssen wir natürlich auch gucken, dass jetzt hier hinten vielleicht mal Steine gesammelt werden. Dafür müssten wir eine Mine anlegen. Weiß nicht, ob hier noch irgendwo Steine rumliegen. Liegen ja so ein paar Steine, liegen noch rum. Oh, oh, da werden wir angegriffen. Jetzt nimmt es aber hier, es sind schon 6 Leute. Aber die haben, glaube ich, nicht so viel unseren Leuten entgegenzusetzen. Das sah ja jetzt eigentlich ziemlich leicht aus. Ich würde sagen, wir bauen hier mal Steine. Wo kommen wir die denn eigentlich her? Nee, da wollten wir ein anderes Gebäude bauen. Schon wieder ein Kampf, oder was? Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum sind die jetzt am Zaun explodiert? Jetzt bauen die es ja doch. Ich habe doch gerade gesagt, ihr sollt es nicht bauen. Ach Mann, Leute. Ich habe doch gesagt, ihr sollt es nicht bauen. Ich wollte jetzt nämlich doch nicht hier hinbauen. Jetzt muss ich hier eine Leiter dran bauen. So, wir machen erst noch mal hier so ein paar Zäune. Wir haben keine Zauntore gebaut. Das müssen wir noch nachholen. Eine Karawane nähert sich. So, unser Gebiet ist schon mal ganz gut umzäunt. Dann würde ich sagen, hier stellt man schon mal ein Tor hin. Das andere Tor, das setzen wir hier drüben hin. Und dann vielleicht noch hier eins hin, aber ich weiß noch nicht genau, wo ich es hinsetze. Vielleicht drehen wir einfach mal und hier so. Da ist jetzt gerade frei, da können wir uns jetzt schön dran anschließen. Machen wir hier noch eins hin. So, hätten wir das schon mal erledigt. Hier kommen noch Zäunchen. Und noch eins. Ein Gegner nähert sich. Aber das ist, glaube ich, nicht so das Problem. Das Problem ist, dass unser Fußsoldat hier sehr wagemutig hier hinten entlang läuft, obwohl er hier nämlich ich glaube, er hat keinen Schaden genommen bisher. Das wollen wir auf jeden Fall haben. Auch das Fell wollen wir haben.
So, wie sieht denn jetzt mit unseren Leuten aus? Wir haben also zwei Arbeiter. Wir müssten eigentlich noch einmal... Na, es geht eigentlich so. Ich würde sagen, hier nochmal... Die Büsche ernten wir nochmal ab. Ah, die Goblin-Diebe. Also, es ist ein bisschen nervig, ist es schon, oder? Was ist das? Kohleklumpen. Den wollen wir natürlich auch für uns haben. So, wir haben genug Essen, wir haben genug Moral und wir haben auch genug Geld. Das heißt, wir bekommen den Tadan-Krail dazu, der jetzt Klein Birnbaum unterstützen wird. Und Tadan-Krail, den werden wir jetzt mal... oh, wir haben nicht genug Betten. Wir haben nicht genug Betten. Wie sieht es denn eigentlich hier mit dem Gebäude aus? Wollt ihr eigentlich irgendwann mal anfangen, das Gebäude hier weiterzubauen? Hä? Ach, das habe ich gar nicht gestartet. Das habe ich nicht gestartet. Deswegen haben die das auch nicht gebaut. Okay, deswegen haben die nicht angefangen, das Ding zu bauen. Okay, das leuchtet natürlich ein. Jetzt haben wir ja noch eine ganze Menge neue Leute, die hier für uns arbeiten. Und dann müssen wir natürlich jetzt mal gucken, dass wir... Ich wollte ja hier das Gebäude hinsetzen. Jetzt haben wir aber dieses Loch da. So, ich würde sagen, wir bauen nochmal zwei Häuser. Wie gesagt, ich bin zufrieden mit dem, was da in den Häusern drin ist. Und ich würde sagen, wir bauen gleich noch zwei Häuser. Denn unser Dorf soll ja schöner und größer werden. Deswegen bauen wir hier auch noch eins hin. Eigentlich wollte ich das da hinten hinbauen. Weil die haben ja jetzt auch gleich noch ihre Werkstätten da und ich würde sagen, wir bauen hier noch mal eins hin. So. Dann kann das nämlich richtig losgehen hier. So, das Haus haben wir auf jeden Fall gestartet. Hier wird jetzt heftigst an unserem kleinen Speisesaal gebaut. Hier hinten werden dann nachher noch die drei anderen Häuser gebaut. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir jetzt hier das Ganze zum... Das müssen wir noch einsammeln, oder? Das tun wir alles für uns hier vereinnahmen. 17 neue Zäune haben wir. Und dann würde ich sagen, bauen wir ab hier dann wieder weiter. So, ich habe vor, so eine kleine Stadt zu bauen und die soll dann halt auch mit Straßen, sollen die Gebäude miteinander verbunden werden. Ich weiß, hier ist so ein Absatz, aber das ist nicht so schlimm. So, das ging ja jetzt hier ziemlich schnell mit dem Bauen. Ein Händler nähert sich. Hölzerne Türen und er gibt uns dafür zwei komfortable Betten. Ja, gut. Machen wir. So, hölzerne Türen.
Leg mal so 5 Stück, 6 Stück auf Lager. So, dann hier Tische, die werden immer auf 2 gehalten, das ist okay. Jetzt gucken wir mal, ob schon wieder Zäune da sind. Dann machen wir jetzt hier erstmal zu. Und wenn jetzt noch ein Zaun auftauchen würde, dann könnte man das hier abschließen. Wir können natürlich hier nochmal Eindringlinge nähern sich. Ändere mal den Beruf. Abgelehnt. Anforderungen nicht erfüllt. Schreinersäge fehlt. Okay. Das hat man, glaube ich, eben schon mal versucht, oder? Hier kommen die ersten Gegner. So, das mit den Türen klappt doch schon mal ganz gut. Vielleicht müssen wir noch ein paar mehr Türen einbauen. So. Unsere kleine, unser Speisesaal entsteht. Hier hinten werden noch neue Wohnhäuser gebaut. Und das sollen dann die Wohnhäuser einmal für die Schreinerei, für die Weberei geben und hier für den Steinmetz. Könnte man jetzt auch schon versetzen. Tägliches Update. Ne, pass auf, wir lassen das nochmal. Wir lassen das nochmal. Ich will erst, dass die Gebäude fertig sind. So, tägliches Update. Wir haben genug zu essen, wir haben genug Moral und wir haben nicht genug. Tja, wir haben nicht genug Geld gemacht. Gut, wir müssen also nochmal hier gucken. So, was haben wir denn hier in der Weberei? So, hier gibt es Handwerksanforderungen nicht erfüllt. Wir brauchen also hier von diesen Spindeln. Und da sollen eigentlich immer 10 Stück auf Lager sein. Sagen wir, dauerhaft sollen 10 Spindeln gebaut werden. Dann hätten wir das schon mal erledigt. Da ist das Handwerk noch nicht erfüllt. Gut, es gibt hier auch Spielzeug, was wir herstellen können. Und wir können hier Flaggen herstellen. Banner. Da ist aber, was ist hier noch nicht erfüllt? Da haben wir, Holzstamm haben wir, aber Stoffballen haben wir nicht. Die Stoffballen sollen eigentlich immer dauerhaft auch auf 10 Stück sein. Ja, machen wir so. Das ist so Verbrauchsmaterial. Lederballen, da brauchen wir das hier für. Da würde ich sagen, lass uns da auch mal so. Auch 10 Stück soll er da auf Lager behalten. So, was haben wir denn hier in der Werkbank? So, hier ist eingestellt. Das war jetzt gerade die gleiche. So, hier bei dem Steinmetz. Das kann er noch nicht bauen. Der muss erst Stufe 3 werden. Okay. Hier, ein Steinhammer kann er bauen. Ich würde sagen, soll er mal 2 Wachen haben wir schon da. Er soll mal 4 Stück bauen. So, dann haben wir hier Steintore. Was nicht erfüllt. Wir haben kein Holz. Wir haben kein Holz. Ach du Schreck. Dann gessert doch mal hier hinten Holz. Ja, wir verbrauchen aber auch ganz schön viel Holz hier. Das muss ich ehrlich sagen.
Dann müssen wir hier vielleicht nochmal ein neues Feld anlegen. So. Und zwar sollen hier Eichensprösslinge rein. Und das Feld hier, das muss nochmal weg. Das muss nochmal entfernt werden. Da müssen wir nochmal genauer arbeiten. So, da sollen auch Eichensetzlinge rein. Super geklappt. So, es geht hier um das Feld. Da sollen Eichensetzlinge und gib Gas. So, die Büsche hier, die müssen wir nochmal abernten. Eine robuste Überlebenskünstlerin bietet ihre Waren an. Okay, wir könnten jetzt hier... Wir müssen einfach mal gucken, dass wir ein bisschen mehr Geld machen hier. Was können wir denn verkaufen? Wir müssen viel mehr Zeugs herstellen, was wir verkaufen können. Wir könnten hier mal was verkaufen. Und da haben wir auch, können wir zwei Stück von verkaufen. Die bringen richtig gut Geld ein. Hiervon können wir erstmal alle verkaufen. Die werden ja automatisch nachproduziert. Ja, das soll jetzt erstmal bei bleiben. Die Hacken können wir auch erstmal verkaufen, weil die können wir gerade nicht belegen. Die Spindel. Die behalten wir mal. So, da hinten wird Holz gefällt. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier noch unseren Zaun zumachen können. So, da ist schon mal zu. Jetzt fehlt nur noch hier hinten. So, das hätten wir auch schon mal zugebaut. Wir müssen vielleicht noch ein paar mehr Tore einbauen. Und ich weiß nicht, ob jetzt hier schon Eichensetzlinge gemacht werden. Wie viele Leute kümmern sich jetzt gerade ums Farmen? Ein bewaffneter Goblin kommt. Wo kommt der? Da? Der ist jetzt explodiert. Komisch. So, hier am Gebäude wird schön gebaut. Da wird gebaut, da wird gebaut. Die sind jetzt hier schön dabei. Die müssen wir natürlich gucken, dass wir jetzt hier die ganzen Bäumchen auch noch gepflanzt bekommen. Ein tägliches Update. So, wir haben genug zu essen, wir haben auch genug Moral und wir kriegen auch einen neuen Mitarbeiter. So, wer ist denn der neue Mitarbeiter? Mal gucken. Ändere Arbeit, der soll noch Farmer werden. Farmer. So, dann geht das hier vielleicht nämlich noch ein bisschen schneller. Und eigentlich wollte ich hier auch Wege bauen. Also es sollte hier schön mit Wegen verbaut sein. Und es sollte hier eigentlich noch so ein Hauptweg sein. Haben wir denn jetzt eigentlich noch einen zweiten
Guck mal, die haben jetzt alle hier auch... Ach nee, du hast noch keinen Hammer. Wieso nicht? Ach, da fehlen die Ressourcen. Das ist doof. Gut, wir müssen also Steinressourcen bauen. Und dafür müssten wir hier, glaube ich... erstmal auf Röntgen schalten. So, ich kann nämlich hier auch jetzt in den Boden hineinschauen. Die sollen hier die Mine weiter ausbauen. Mal gucken, wann sie das machen. So, jetzt brauchen wir Steine. Wir brauchen dringend Steine. Was bist du denn? Ein uraltes Monument. Mhm. Dann gehen wir doch mal zu dem uralten Monument darüber. Musik, aber der Stein ist immer noch gut. Okay, dann können wir den vielleicht abbauen, oder was? Ich weiß jetzt nicht, wie ich meine Leute da hinschicke. So, es gibt wieder 17 Zäune. Damit schließt sich so langsam unser Zaun. Wir haben natürlich auch ziemlich viel Holz verbraucht. Aber ich glaube, der Zaun wird ganz gut werden. Was ist denn jetzt hier hinten mit dem uralten Monument? Was kann man damit anfangen? Ein uraltes Monument. Ein Händler nähert sich. So, unsere Stadt nimmt langsam Form an, oder? Guck mal, da wird jetzt auch ein bisschen Holz eingelagert, aber gestern Abend im Spiel hatte ich echt alle... alle Lager voll mit Steinen und mit Holz. Das lief irgendwie besser wie hier. Keine Ahnung, was ich da anders da gemacht habe. Haben die hier schon tiefer gegraben? Nee. Gestern Abend lief das irgendwie besser. Ich bin jetzt mal gespannt, wenn jetzt irgendwie die Goblins kommen, ob die überhaupt noch hier durchkommen. Also hinten ist noch offen, das weiß ich. Aber ich meine, ob die jetzt noch sonst hier so durchkommen? Keine Ahnung. Ich werde vorschlagen, wir bauen hier hinten mal eine Leiter hoch. So, und dann tun wir hier oben nochmal Bäume fällen. Ganz schön viele, oder? Naja. Da kommt ein Goblin. Bin ja mal gespannt, was passiert, wenn wir hier zugebaut haben. Wo läuft der hin? Der läuft da hoch. Hasendörfler hatte dabei. Sehe nicht, aber nahrhaft. Das ist mir aber zu weit weg, wenn wir jetzt hier... Kann ich die eigentlich auswählen? Kann ich euch irgendwo hinschicken? Nee. Ich höre auch hier irgendwo ein Monster. Also nee, nicht ein Monster, ich höre hier irgendwo Wölfe oder sowas. Ach, da wird wieder gekämpft. Ich wusste doch, ich habe Wölfe gehört.
Die Felle müssen wir allerdings hier für uns einheimsen. Das geht nicht anders. Die brauchen wir. So. Hier hinten gibt es auch eine ganze Menge Steine. Aber das ist so weit weg von unserem Dorf. Das ist ein bisschen gefährlich, oder? Fußsoldat der Stufe 4. Eindringlinge nähern sich. Von hier drüben. Mal gucken, was die jetzt machen. Die gehen ja jetzt darauf zu. Jetzt kommt die Sonne raus. Mal gucken, ob die explodieren. Die gehen einfach durch den Zaun durch. Da müssen wir erstmal unsere Leute alle hier in die Farm zurückrufen. Tägliches Update. Wir haben genug zu essen, wir haben genug Moral und wir haben nicht genug Wert. Er hat immer noch ein Holzschwert. Das müssen wir dringend ändern, damit es da... damit der sich da... besser verteidigen kann. So, das müssen wir auch einsammeln. Hier hinten, da liegt noch ein Fell. Das müssen wir auch einsammeln. Und wir brauchen natürlich noch Steine. Ganz schön viele Steine. Ich wüsste gar mal, ob wir das uralte Monument irgendwie abbauen können oder ob was wir damit anfangen können. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge rausfinden. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Und vielleicht könnt ihr mir ein paar Tipps und Tricks schreiben, was ich noch beachten sollte und so. Ich bin ja auch neu im Spiel. Zum Beispiel müsste ich jetzt hier wieder den Alarm aufheben. Dann können die wieder loslaufen. Und in der nächsten Folge, da gucken wir weiter, wie sich unser Dorf hier so entwickelt. Ich habe ja jetzt hier viele Sammelaufträge gegeben, die hier ziemlich weit weg sind. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier was passiert. Aber das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Bis dann, macht's gut. Tschüss.